Hallo und herzlich willkommen zu dem Video. Und in diesem Video mache ich mal was, was ich eigentlich sonst nicht mache. Ich zeige mal so, was ich gerade momentan an PR-Sagen habe. Und ich mache das eigentlich auch nur, weil ich jetzt halt gerade ziemlich viele neue Sachen habe, Neuerungen sich ergeben haben. Das seht ihr jetzt hier gerade schon. Ein Teil der Anlage. Eine Anlage besteht momentan noch aus vier 18 Zoll Hornsubwoofern. Das sind Dynacord PWH18, Cobra 2 1 zu 1 Nachbauten. Mit einem Eminence Omega 18 Pro bestückt. Als Top-Teile verwende ich momentan noch die DAB Audio Pro A15. Die sind eigentlich ganz akzeptabel vom Klang, finde ich. Und wenn man sie auch einigermaßen anständig fährt, geht auch nichts kaputt und so funktioniert eigentlich ganz gut. Aber jetzt mit den Bässen sind sie natürlich eigentlich nicht mehr ausreichend. Und da kommt dann auch irgendwann mal was Neues her. Vielleicht die Dynacord Top-Teile, aber das wäre natürlich schon ein bisschen arg teuer. Ja, als Amping verwende ich, wie ihr jetzt hier seht, momentan leider noch eine Behringer Europower EP 2500 für die vier Bässe. Ja, genau, für die vier Bässe. Dezent unterdimensioniert, aber was macht man denn nicht, wenn man nicht gerade was anderes hat? Die andere Endstufe ist momentan nicht gerade wirklich funktionstüchtig, deswegen, ja. Da kommt auf jeden Fall noch guter Ersatz her. Für die Tops habe ich die Omnitronic P1500 als Frequenzweiche. Oder habe ich damals noch die Behringer Super X Pro verwendet und den Behringer Composer. Eigentlich nur als Limiter. Ja, momentan kommt noch ein Dynacord DSP244 Controller, der natürlich auch die passenden Presets schon hat, den man dann nur noch auswählen muss, dann läuft das schnicki-schnacki. Klar, Endstufen fehlen noch. Ja. Als Aggregat wurde etwas ziemlich Besonderes verwendet. Es ist von Bosch, hat 4 kW Leistung, ein Auto-Viertaktmotor, Einzylinder von Brixton Stratton mit 11 PS. Ist schallgedämmt, was eigentlich sehr angenehm ist. Wir haben es bei uns im Grundstück weiter weggestellt. Und dadurch hat man eigentlich vom Aggregat gar nichts mehr gehört. Die Bässe habe ich Gebrauch gekauft für 650 Euro für alle vier. Ja, ihr seht ja, wie übel die aussahen. Ich habe eigentlich nur die Frontschaumbezüge jetzt mal gewaschen ein bisschen und der Badewanne ausgewaschen. Und jetzt sehen die eigentlich wieder tipptopp aus, so. Klar, ein bisschen was fehlt teilweise, aber mein Gott, das sind Lautsprecher, die benutzt man, die sehen so aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass da auf jeden Fall noch Nachholbedarf ist an Endstufen und sowas, aber das soll es mal nicht störend sein. So funktioniert die Anlage schon mal, macht auf jeden Fall ordentlich Druck, auch mit der Behringer Endstufe, was mich wirklich sehr, sehr wundert. Die hat teilweise bis zu 10 Ampere vom Aggregat gezogen, was doch schon ziemlich ordentlich ist. Direkt vor den Bässen war es dermaßen laut, da konnten wir eigentlich nicht lange stehen. Man hat es auch richtig in der Magengrube gespürt. Und wenn man irgendwie das T-Shirt davor gehalten hat oder so, hat es geflattert. Also so für das Thema der Behringer Endstufe kann nichts. Ich sage nicht, dass die Endstufen top sind. Kauft euch sowas? Nein, auf keinen Fall. Die sind gerade auch in den Schutzschaltungen. Die haben auch gar kein Relais am Ausgang, das ein- und ausschaltet beim Ausschalten. Weil wenn man die Endstufe ausschaltet, knacken die Lautsprecher danach noch eine Weile. Das ist, weil die Restspannung sich aus dem Elko dann noch entladen. Natürlich kein Top-Produkt, aber für ab und zu mal reicht das jetzt erstmal aus, bis wieder Geld da ist für andere Sachen. Natürlich kann man da noch viel anders machen. Man könnte auch die Aufstellung noch anders machen, aber das wollen wir jetzt mal alles nicht in Betracht ziehen. Bin zufrieden so, wie es momentan ist. Jetzt würde ich sagen, habe ich eigentlich genug geredet. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, kann ich es gerne in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas vergessen, was ich noch sagen muss, damit die Kommentare nicht voll sind mit du hast das und das vergessen. Mag sein. Aber ja, jetzt kommen noch ein paar Videoausschnitte vom ja, Abend und Morgen. Wir haben an Halloween halt zu sechst Corona-konform ein bisschen Party gefeiert. Ja, ich sage viel Spaß mit den restlichen Aufnahmen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem System so haltet oder was ihr momentan habt. Und
Über Augen freue ich mich natürlich immer. Daumen nach oben ist auch toll. Name, das schmeckt.